auf den nächsten Redner für die AfD-Fraktion, Petre Büstron. Liebe Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, vor allem liebe Kollegen von der CDU/CSU, also das ist schon ein interessanter Ansatz, den Sie hier fahren. Deutsche Panzer gegen Russland in der Ukraine. Das haben schon Ihre Großväter versucht, übrigens damals auch schon mit den Melniks und Banderas. Und was ist das Ergebnis? Unsägliches Leid, zig Millionen Tote auf beiden Seiten und am Ende russische Panzer hier in Berlin. Und zwei davon stehen hier vorne und Sie sollten jeden Morgen daran vorbeigehen und sich daran erinnern. Außenpolitik, Außenpolitik, liebe Freunde, ist nicht Panzer durch die Gegend zu schicken, das ist Diplomatie, das ist Suche nach Ausgleich, nach Verständigung, nach Kompromiss. Und leider wurden hier in diesem Hause letztes Jahr alle, und das betrifft alle Parteien, diejenigen, die diesen Ansatz versucht haben, übelst diffamiert. Das betrifft auch ehemalige Außenminister, ehemalige Kanzler. Jeder, der sich für deutsche Interessen eingesetzt hat, ist als Putin-Nutter diffamiert worden. Jeder, der amerikanische Interessen durchgesetzt hat, ist zu einem Retter der Ukraine hochgejubelt worden. Und beides ist falsch. Das ist verlogen. Das ist verlogen und das bestätigen alle Militärexperten, die amerikanischen, wie der Generalstabschef Miley, wie die Deutschen, wie General Ward. Die Russen haben über 10.000 Panzer, die können 2 Millionen Leute mobilisieren. Da machen 200 Marder oder 200 andere Panzer von uns überhaupt keinen Unterschied. Dieser Konflikt ist militärisch nicht zu gewinnen. Gleichwohl hat dieser Konflikt einen Gewinner. Und das hat Gabor Steingart in Fokus wunderbar herausgearbeitet. Der Titel des Artikels ist: Der Krieg in der Ukraine gewinnen die USA. Die USA gewinnen geopolitisch. Sie haben ihre Einflusszone erweitert bis an die Grenze Russlands. Und sie gewinnen auch wirtschaftlich. Sie profitieren von den Sanktionen und sie profitieren von den Waffenlieferungen. Wussten Sie das? Die Amerikaner verließen ihre Waffen an die Ukraine. Bloß ist die Ukraine pleite. Sie hat gar kein Geld. Und was machen die Ukrainer, was machen die Amerikaner dann? Das hat die Financial Times herausgefunden. Sie machen Druck auf die EU, damit die EU zahlt an die Ukraine. Und sie machen nicht nur Druck, damit die EU zahlt, sondern die wollen, dass wir denen das Geld schenken statt leihen. Und sie wollen, dass das möglichst in monatlichen Raten schön automatisch geht. Und das Ganze sollte vertuscht und verschleiert werden. Deswegen heißt der Fonds, aus dem die EU diese Militärgelder zahlt, halten Sie sich fest, Friedensfazilität. Und die größte Lüge hat uns hier der Kanzler aufgetischt, als er die 100 Milliarden für neue amerikanische Waffenkäufe hier in Deutschland als Sondervermögen tituliert hat. Nein, lieber Herr Kanzler, die 100 Milliarden sind kein Vermögen, das sind Sonderschulden, die die deutschen Steuerzahler zu stemmen haben. Trotz dieser Propaganda, trotz dieser Verschleierung will die Mehrheit der Deutschen diesen Krieg nicht. Und da frage ich mich, liebe Kollegen von der CDU, in wessen Auftrag machen Sie hier überhaupt so einen Antrag? Und die Antwort haben Sie selbst gegeben in dem Antrag, ja, die Mitteleuropäer fordern das. Und jetzt halten Sie sich fest, der NATO-Generalsekretär und die US-Botschaft, so weit sind wir schon. Die CDU bringt im Deutschen Bundestag Anträge ein, um die Forderungen der NATO und der US-Botschaft zu erfüllen. Ja, da knallen die Korken bei BlackRock nicht, Herr Merz. Liebe Kollegen von der Union, Sie sollten nicht der NATO verpflichtet sein, nicht der US-Botschaft und auch nicht den amerikanischen Rüstungskonzernen. Sie sollten den deutschen Bürgern verpflichtet sein. Und die deutschen Bürger wollen diesen Krieg nicht, die deutschen Bürger wollen diese Eskalation nicht und die deutschen Bürger wollen diese Waffenlieferungen nicht. Und deswegen stimmen wir diesem Antrag nicht zu. Dankeschön. Nächste Rednerin für die Fraktion Bündnis 90 Die